So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video schauen wir uns mal die Steigfähigkeit an des neuen Lidl-Scooters, dem Dock Green EVA 6000. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schickes Teil. Und ja, das Wetter ist wieder mal nicht besonders gut. Es ist nass und ich wollte euch einfach nicht länger warten lassen. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass alles in allem der Scooter im Sommer noch ein bisschen leicht bessere Steigfähigkeit haben wird. Aber im Groben und Ganzen bekommt ihr hier einen Richtwert. Da der Scooter keine eigene App hat, nehme ich die Geschwindigkeiten wieder mit der GPS-App auf und blende sie euch oben rechts ein. Der Scooter ist natürlich vollgeladen und Reifen brauche ich nicht aufpumpen, sind ja Vollgummireifen. Und dann fangen wir jetzt gleich direkt an nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr Lieben, also ganz Hobby-Wing-mäßig zieht der Roller richtig, richtig gut. Das macht auch richtig Spaß. Hier bei den knapp 7% zieht er auch noch recht gut. Jetzt gleich flacht es ein bisschen ab. Jetzt beschleunigt er noch mal richtig gut. Im Display ist zu sehen, dass er die maximale Leistung vom Motor abruft. Also so macht Fahren auf jeden Fall Spaß. Oh. Also was man hier auf jeden Fall merkt, ist, dass man weder Federung noch Luftreifen hat. Also das ist bis jetzt auf jeden Fall der unkomfortabelste Roller, den ich hatte. Aber er zieht richtig gut. So, aber die Herausforderung kommt natürlich jetzt gleich hier links. Und zwar die knappen 10%. Ja, und hier verliert er natürlich sofort an Geschwindigkeit. Ja, er schlägt sich hier hoch wie ein typischer 500 Watt Peak-Leistungsmotor. Leider ist hier nicht ein bisschen mehr verbaut worden. Das hätte ich super genial gefunden, weil eigentlich ist das Konzept klasse und so ist er eigentlich nur im Flachland tauglich. Jeder, der es ein bisschen bergig hat wie ich hier, jetzt bleibe ich schon fast stehen, ey. 4 km/h, 3 km/h. Aber jetzt flacht es wieder ein bisschen ab. Jetzt haben wir hier so 9%, 8% sind das, glaube ich, so im Dreh waren es. Und hier nehmen wir auch wieder Fahrt auf. Aber auch nicht das meiste. Jetzt hat er schon extrem zu kämpfen. Und dann hören wir ihn auch auf zu quälen. Ja, was soll ich sagen? Klassische 500 Watt Peak-Leistung, klassische super Beschleunigung einer Hobby-Wing-Technik. Auch das Bremsverhalten, kann ich euch sagen, ist super. Wenn man den Gashebel bedient, schaltet sofort die Elektro mechanische Bremse ein und danach greift die Scheibenbremse. Das ist alles super, aber mehr dazu natürlich in einem ausführlichen Video. Steigfähigkeit hat mich leider ein bisschen enttäuscht, da der Kollege Wickerwille meinte, die Leistung wäre schon krass, aber ich muss sagen, es sind klassische 500 Watt Peak-Leistung, leider. Jo, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt über den Roller, dann klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!